Diese Band ist wie ein sanftes Ungeheuer, das begehrt, erkannt zu werden. Wie ein geschorenes, frierendes Schaf im Wolfspelz. Sie ist ein lautes Rufen, das eigentlich doch stets nur ein Seufzen oder Stöhnen sein wollte. Das im verzweifelten Sehnen und Suchen keinen Frieden entdeckte und schließlich keine andere Ausdrucksmöglichkeit fand als entblößte emotionale Ohrenbetäubung. In all dem geht es um den Schmerz des Menschseins, also um Aufrichtigkeit und um die Hoffnung, dass es am Ende reichen könnte, sich auf die Schönheit des Seins zu besinnen, sie als das eigentlich Wesentliche zu erkennen, ohne etwas anderes überhaupt noch wirklich zu wollen. Musik funktioniert emotional, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute ohne Kalkül, ohne allzu großes Kalkül das tun, was sie tun, wenn sie absolut echt sind. Ich will nicht beschissen werden, ich will die Menschen auch nicht betrügen, sondern ein reines Bild von meiner Seele geben. Ich glaube tatsächlich, wenn ich dieses kreative Ventil nicht hätte, ja, schwer zu sagen, was ich mit diesem Überdruck anfangen würde. Vielleicht wäre es gar nicht so gut um mich bestellt, wenn ich das nicht hätte. Ich habe tatsächlich in der kreativen Ausdrucksweise der Musik immer eine Möglichkeit für mich gefunden, mit Gefühlen umzugehen. Ich glaube, es sind überwiegend auch negative Gefühle. Ich glaube, in den seltensten Fällen, wenn ich gut drauf bin, würde ich einen Shiny Happy People Song schreiben, weil es für mich eigentlich immer mehr darum geht, etwas Negatives zu kanalisieren und gleichzeitig in für mich gute Musik zu formen. Die Band war damals aus dem Solo-Projekt von mir entstanden und die ersten beiden Jahre haben wir mit zwei Gitarristen gespielt, mit Janni Nickel und Thomas Bernhold, und die beiden sind gleichzeitig ausgestiegen und ich dachte, hey, wir brauchen einen Gitarristen, der klingt wie zwei, und ich kannte den sogar und das war Mark Rosenbrock.
Ursprünglich waren ja noch zwei meiner alten Schulkollegen auch Teil dieser Band. Und als die dann aufhörten, war ich total skeptisch, ob das überhaupt jemals mit anderen Musikern klappen könnte. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, da mit anderen Leuten zu sitzen und das gleiche Tolle zu machen wie mit denen vorher. Und nach einigen Wochen kam dann Marc in den Proberaum und natürlich haben den alle total beäugt und genau hingehört, was der spielt und was der vor allem sagt. Und ja, von da an war es eigentlich eine Liebesgeschichte. Ich kam ja für Jan und Thomas und Matthias und Alex. Ich hatte mit Jens hatte ich ja schon mal kennengelernt vorher. Aber Matthias und Alex, ja, das waren zwei so reizende junge Männer, die ganz ehrlich so mit so einer netten menschlichen Art ja, mich da auch aufgenommen haben. Als Marc dazu kam, haben wir auf jeden Fall unseren Band-Sound gefunden. Aber für mich war das, was dann passiert ist in den folgenden Jahren, einfach noch, hatte noch eine ganz andere Dimension, weil ich zum ersten Mal in Musik, in Krach, in diesem ganzen Geschepper die Stille spüren konnte. Die Stille, die darin ist, die Spiritualität, die darin ist, was für mich damals unfassbar wichtig war und wegweisend war. Musik ist eine total spirituelle Sache. Ich würde sagen, Musik ist in der Endeffekt immer pure Spiritualität. Das geht nur übers Innere, ehrlich sein. Ehrlich zu anderen kannst du nur sein, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, das zu erkennen erstmal. Dass das ein ganz wichtiger Weg ist oder vielleicht der Weg überhaupt. Dass es darum geht, in der Musik und im Leben bestimmte Dinge zur Seite zu legen, sein, darauf zu vertrauen, dass das, was passiert, dass das, was kommt, gut ist, weil in deiner Seele ist so viel Gutes. Und dieser ganze Kleiderkram drumherum, diese Masken oder diese Rollen, die man spielt, dass man die zur Seite legt. Aber das ist kein Weg, der leicht ist. Weil wir so sehr geprägt sind von Rollen und von Maskierung. Kannst du ruhen, wenn die Welt brennt?
wie es an unserem Ende ist. Vom anderen Ende der Welt kam noch niemand zurück. Es heißt, es gibt keinen Weg. Vom anderen Ende der Welt, wo die Seelen erstarren, weil nichts sie bewegt. Du bist gegangen, du kehrst nie zurück, nie zurück zu mir. Und die Stürme auf der Reise haben dich verweht wie ein Stück Papier. Doch ich werd an dich denken, werd dich halten, werd dich trösten unterm Herzschlag. Hey! Und unter meinen Flügeln kannst du ruhen, wenn die Welt brennt unterm Herzschlag. Du bist gegangen, du kehrst nie zurück zu mir. Doch das schönste aller Wunder ist, dass dann und wann ja eins passiert. Denn ich werd an dich denken, werd dich halten, werd dich trösten unterm Herzschlag. Und unter meinen Flügeln kannst du ruhen, wenn die Welt brennt unterm Herzschlag. Unterm Herzschlag, unterm Herzschlag, unterm Herzschlag. Irgendwann flog mir mal der Satz zu, dass Musik immer dann großartig und authentisch wird, wenn nicht die Musiker die Musik spielen, sondern die Musik die Musiker. Das hat dann ganz automatisch wieder mit Spiritualität zu tun, mit einer Art von Kommunikation, die weder mit Worten noch mit Tönen allein zu beschreiben ist. Und deshalb waren die Jahre mit der Band für mich so ein wichtiger Meilenstein, damit gleichzeitig auch wegweisend für mein ganzes Leben, dieses Loslassen, sich fallen lassen in die Musik, was dann im Außen vielleicht manchmal entrückt oder entfesselt wirkt, das habe ich dann anschließend auch in meine Solo-Sachen mit rübernehmen können. Und mit Marc, Matthias und Alex Musik zu machen, ist aber immer noch was total Besonderes, weil die drei eben nicht nur großartige Musiker sind, sondern weil in dieser Band so viel tiefe Freundschaft steckt und Vertrauen und Liebe zueinander und füreinander. Was macht ihr denn so? Erklär mal. Also, das ist so ein bisschen wie in der Grundschule. Also, du bist halber Grieche. Sag mal was Witziges oder was Versautes am besten. Also, es ist immer irgendwie schwer, seinen eigenen Kram so zuzuordnen. Böttcher ist deutsch und meistens fett und rockig natürlich. Düster mit der Aussicht auf Auferlung. Böttcher ist auch anstrengend. Vor allem für einen Schlagzeuger. Ich bin nach den ersten Noten immer schon komplett durchgeölt. Und es ist anstrengend und man spielt wenig Noten.
aber ich habe immer so den Eindruck, jede Note, da kann man was reinlegen. Und das ist für mich als Schlagzeuger das Besondere an dieser Kapelle. Ich habe das, wie alle, immer so gesehen, dass die Band nicht sich aufgelöst hat, sondern dass wir eine Pause eingelegt haben. Und dementsprechend hat sich das sehr vertraut und bekannt und kuschelig angefühlt, wieder zusammenzukommen und zu merken, obwohl es ja durchaus wahrscheinlich Bedenken gab, ob das noch funktioniert. Aber ich glaube, wir alle haben schnell gemerkt, dass es wirklich nur eine Pause war. Dass da keine Kluft entstanden ist, dass wir das Handwerk noch können und uns gegenseitig sowieso mögen. Ja, nach der ganzen Zeit mit der Band wieder zu spielen, nach 20 Jahren, das war irgendwie so, als wenn du mitten in der Platte die Nadel runter machst und bam, die Musik ist voll da. Also das geht nicht so langsam los, die Band muss sich finden und es gibt eine Steigerung, sondern nee, bam. Und das ist alles voll wieder da. Als hätten wir vorgestern zusammen gespielt. Die gleiche Power, wie 20 Jahre jünger, einmal so zurückgedreht. Bis dahin war's gut, ja. So, einmal Gitarre stimmen, bitte, das hatte ich eben vergessen. Die ist stabiler, ja. Die hat auch einen dickeren Hals. Aber das macht ja manchmal auch die D-Stimmung, finde ich. Also, jetzt sind wir in E. E. Jetzt sind wir in E. Das ist, E-Gitarre, das ist die E-Gitarre. Brauchen wir gar nicht. Es hat sich für mich eine Weile so angefühlt, als würde das einen Kreis schließen, dass wir jetzt diese neue Aufnahmen gemacht haben, die neuen Songs und die alten Songs. Aber vielleicht öffnet das ja auch ganz viele Kreise, ich weiß es nicht. Wer weiß es schon. Auf jeden Fall war es total kostbar und richtig und wichtig, diese Session zu machen. Das war großartig. Außerdem feiere ich im Herzen auch total, dass die ganzen Böttcher-Sachen damals waren ja auch eigentlich der Beginn in meiner Zusammenarbeit mit Henry und Carsten und das, wir machen ja seither eigentlich alles zusammen und das ist ja auch damit der Beginn von so einer tollen, liebevollen Freundschaft und Bruderschaft, die wir auch zusammen die ganze Zeit haben. Das ist auch total schön. Rockmusik als Kunstform hat ja sowieso das Potenzial, ein kraftvolles Statement zu sein, ein Ausrufezeichen zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass diese Musik jetzt auch gerade so gut in diese Zeit passt, in unser Jetzt passt, weil dieses Statement für das Individuelle, das ist ein Statement auch für die Schönheit des Menschen, für die Selbstbestimmung des Menschen, für Verantwortung, die sich aus einem Geist der Freundlichkeit und Liebe wie selbst entfaltet. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir diese Art von Statement auch zu machen versuchen. Und ich hoffe, dass wir damit auch ein paar von den Fassaden, die uns umgeben, einfach wegpusten können. Und ja, die Schönheit des Menschseins darin auch feiern. Ist alles auf D gestimmt? Ist ja. Krass, Alter. Ist das so, oder? Ja.
Und das, ich glaube, das ist auch schön zu merken, dass das nicht versiegt. Also ich kann mich immer noch von Musik begeistern lassen und das finde ich ganz toll. Ich glaube, wie gesagt, bei eigener Musik, ich finde die Musik von anderen immer geiler als das, was man selber macht. Aber dann zu hören, dass andere das auch geil finden, ist natürlich auch ein schöner Moment. Ich begreife Musik immer mehr als eigene Sprache. Musik ist immer Kunst. Das ist wie eine vielfältige Poesie der unterschiedlichsten Emotionen, die in uns allen sind. Sind wir zurück und machen wieder zusammen Musik und sind ganz anders und sind trotzdem genauso, wie wir waren. Das ist das absolut Sonderbare an Zeit. Wir haben alle gelebt und haben alle Kunst gemacht und alle Dinge aufgesammelt, Perlen und Triumphe und Tragödien und haben diese Musik gemacht, einfach weil sie gemacht werden wollte. Der einzige Grund, warum es diese Musik gibt, ist, dass sie sein wollte. Ein Schluck, ein Stich in die Haut, brennende Gedanken, die niemand kennt. Ein unsichtbarer innerer Uhrzeiger, der erbarmungslos nach vorne rennt. Unvergessliche Tat, Schuld unterm Kleid, wattes Lächeln verbirgt trostloses Leid. Angst vorm Sterben, Angst vorm Leben, der Wunsch zu fliehen und aufzugeben. Hungrige Furcht in uns.